Was geben Sie mir da? Eine zweite Dosis Antibiotika. Wenn Sie ein Tuberkulom haben, dann sollte das helfen. Aber ich habe kein Tuberkulom, oder doch? Vermutlich nicht. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht geglaubt habe. Mir tut es leid, dass ich Sie angelogen habe. Ich habe absichtlich zu viel Insulin genommen. Ich wollte nur einen Platz zum Schlafen haben. Waren Sie schon mal verheiratet, Victoria? Aber in dem Comic da... Ist nur ein Comic, die sind frei erfunden. Und wer ist James? Existiert er wirklich? Oder haben Sie ihn erfunden? Er existiert. Kann ich Ihnen helfen, ihn zu finden? Das Licht ist so grell. Was? Es wird immer greller. Ganz ruhig, oh, ganz ruhig. Es ist alles okay. Wie tun? Helfen Sie mir! Oh, bitte! Helfen Sie mir! Warten Sie, Augenblick, eine Sekunde. Oh, bitte schalten Sie das auf! Oh Gott! Oh, okay, okay, eine Sekunde. Alles ist gut. Ganz ruhig, Victoria. Ganz ruhig. Hier, trinken Sie das. Dann wird es sofort aufhören. Trinken Sie einen Schluck. Das ist Gift. Sie haben mir Gift gegeben. Einen Moment, Victoria. Ganz ruhig. Ja! Schalten Sie sofort das Licht aus. Helfen Sie mir doch bitte. Ganz ruhig. Bleiben Sie ganz ruhig, Victoria. Die Bösen können Ihnen hier nichts tun. Ich bin ja bei Ihnen. Mr. Fury ist nicht der Böse. Ich bin die Böse. Ich bin die Böse. Es ist kein Tuberkulom. Unmöglich. Liegt denn das Biopsieresultat schon vor? Ihre Temperatur ist 40,6. Die Therapie zeigt keine Wirkung. Es ist Krebs. Sie wird sterben. 40,6. Gute Nachricht. Es ist ein Tuberkulom. Wie kommst du darauf? Ihr Fieber steigt wie verrückt. Das sagt das Laborresultat der Biopsie. Es ist definitiv ein Tuberkulom. Das heißt, wir liegen richtig mit der Diagnose und die Therapie für diese Diagnose wird die Frau töten. Perfekt. Das Labor hat die Biopsie zweimal gecheckt. Aber ein Tuberkulom verursacht kein Fieber von 40,6. Dann ist es ein Tuberkulom und noch etwas anderes. Das noch was anderes wird ihr Hirn einschmelzen. Buschieren ist die bessere Metapher. Ein so hohes Fieber muss bakteriell verursacht sein. Vielleicht wurde bei der Biopsie der Darm verletzt. Ich habe sie durchgeführt und ich habe nichts verletzt. Sie kann sich auf der Straße eine Infektion geholt haben. Sie hatte aber kein Fieber, als ich sie aufgenommen habe. Das Prozac, das wir ihr gegeben haben, hat vielleicht ein Serotoninsyndrom ausgelöst. Das Jefferson hat ihr Prozac verordnet und es gab kein Problem. Sie hat es wahrscheinlich nie geschluckt. Wahrscheinlich hat man sie nur einmal untersucht, ihr ein Rezept gegeben und entlassen. So, wie Sie es machen wollten. Okay, ihr zwei. Schnappt euch beide ein Skalpell und regelt das wie Ärzte. Schicken Sie Blut- und Urinkulturen ein und machen Sie ein Thoraxröntgenbild. Setzen Sie das Prozac ab und geben ihr Bromokryptin für das Serotoninsyndrom. Vielleicht wäre auch ein Eisbad ratsam, wenn sie noch so lange leben soll, bis die Testresultate vorliegen. Ich sagte ja, es tut mir leid. Sie haben 40,6 Fieber. Wenn wir das nicht schnell runterbringen, dann... Wieso tun Sie mir das an, Formel? Wieso? Ich will Ihr Leben retten. Nein, bitte zwingen Sie mich nicht. Zwingen Sie mich nicht, bitte. Ich will das alles nicht. Sie schaffen das. Ich will das nicht. Bitte nicht. Bitte tun Sie das nicht. Ah! 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 Oh mein Gott, sie war sediert. Ich habe es vor einer halben Stunde selbst verabreicht. Ich frage im Schwesternzimmer nach. Kalandreika. Sie wird da draußen sterben.
Man geht nicht aus dem Zimmer mit 10 Milligramm Haldol im Körper. Das kann keiner. Es waren 10 Milligramm. Ich habe sie ersetzt. Unwichtig! Bakterielle Meningitis ist hoch ansteckend. Wenn sie das Krankenhaus verlassen hat, dann sind wir dafür haftbar. Keine Sorge, bevor sie jemanden umbringt, ist sie selbst längst tot. Das Überwachungsvideo hat es bestätigt. Sie hat sich Kleidung gestohlen und ist abgehauen. Falsche Jacke. Das Cape wurde gereinigt. Es hängt im Schrank. Sehr witzig. Sie wollen sie retten? In ihren Comics lebt Mr. Fury in Sloan Harbor. Sie war auf einem Rave, bevor sie bei uns eingeliefert worden ist. Sie haben gelesen. Mann, haben Sie sich verändert. Sie sind Arzt. Tun Sie, was Ärzte tun. Nehmen Sie das Telefon, wählen Sie den Notruf und der Cop am anderen Ende wird das machen, was Cops machen und die Vermisste suchen. Ich nehme an, die anderen haben auch zu tun, was Ärzte zu tun haben. Sie ganz sicher. Puls ist nicht neu. Temperatur? Keine Ahnung. Sie ist warm, aber... Sie messen sollen. Sie haben Meningitis. Ich hatte eher Sorgen, dass Ihr Herz explodiert. Ihr Puls ist 150. Rhythmus regulär? Ja. Fertig. 1, 2, 3. Wo habt ihr sie gefunden? Im Battlefield State Park. QRS-Komplex? Aha. War sie in der Sloan Street? Sie lag bewusstlos auf einer Wiese. Ich bin vorne. Okay, supraventrikuläre Tachykardie. Ich brauche Adenosin, 1 Milligramm als IV-Spritze. Die Arrhythmie ist stabilisiert. Das gibt keinen Sinn. Was konnte Ihre Herzrate auf 150 jagen? Dehydrierung? Fieber? Kaum wahrscheinlich. Das würde keins von beiden verursachen. Wir müssen falsch liegen mit der Meningitis. Vielleicht ist es eine strukturelle Herzerkrankung. Die Herzrate war gefallen, nachdem Sie Adenosin verabreicht haben. In 2 Sekunden. Ist trotzdem Meningitis. Wenn ja, hat sie angesichts der späten Therapie so gut wie keine Chance. Starten Sie die Therapie. Alles ist okay.